So, jetzt geht's ran an die Bulette. Sollte eigentlich schon richtig heiß. Nur nicht aufgewärmt, aber mir wird es eh schon himmelangst. Okay, Zoltan, was nimmst du denn vorm Training? Also vorm Training nehme ich gar nichts, außer so ein Booster vielleicht. Ne? Okay. Während dem Training bist du mir jetzt BCAA und dann Arginin, also die Pump-Matrix. Okay. Ich wusste, dass Cassis dein Lieblingsgeschmack ist. Genau, richtig. So, bei deiner Größe bringt auch 3 Gramm BCAA nicht so viel? Nee, also ich mache dann schon immer so, 3x10 Gramm brauche ich schon, also 30 okay. Gramm. Bis 40 Gramm sogar. Meinen Kunden empfehle ich auch immer, oder den Autonormalverbrauchern so, ne, so 20 Gramm während dem Sport mit 1,5 Liter Wasser geht eigentlich klar. Okay. Dass man halt auch den Muskelschutz während dem Training hat. Also deswegen sage ich mal, ich kalkuliere es immer so, 1,5 Liter mit 20 Gramm, so teile ich jetzt meine Kunden mit, das funktioniert auch ganz gut, dann haben sie den Muskelschutz während dem gesamten Training. Und ja, das merken wir auch, wenn es so einen Fokus gibt, ein bisschen Power. Also Leute, Blödsinn, nicht EAAs vom Training, wie der Profi gerade gesagt hat. Ja. BCAAs ist das Nonplusultra als Muskelschutz vorm Training. Tob dich aus, Zoltan. Jawohl, also der Scoopy hat ja 10 Gramm, ne? Genau, die sind auch 80%ige BCAAs. Richtig, nicht wie bei den herkömmlichen Herstellern mit 60%, genau. Ne? Also unseres hat eine bessere Qualität auf jeden Fall. Glutan nimmst du, glaube ich, nach dem Training. Arginin nimmst du noch ein bisschen, glaube ich. Genau, das ist auch noch ein bisschen rein, ne? Genau. So. Dann mache ich noch ein bisschen Vitargo mit rein. Ah, okay. Aber ich würde mal sagen, vielleicht sollten wir es auch mal in Produktion bringen. Eigenes Vitargo vielleicht. Wäre nicht verkehrt, weil ich finde, es ist einfach wichtig. Ne? Gibt auch Energie. Und der Kohlenhydratspiegel bleibt einfach konstant nach dem Training. Das wäre eine gute Idee, gute Anregung. Genau. Da kann man gerne drüber nachdenken. So, also, dann lassen wir es mal so. Heute mal ohne Vitargo, aber ich meine, bei mir ist es auch nicht ganz so drastisch, wenn es mal keine Tage drin ist. Ich glaube, das ist gut gelernt. Das funktioniert klar trotzdem. Ja, genau. Nach dem Training halt dann zeigen wir dann auch noch, gibt es dann noch einen Shake mit Glutamin und das reicht rein. Unsere Jungs haben ab und zu noch ein bisschen zum Testosteronanreger, haben wir hier Zeitschriften liegen. Aber das brauchen wir heute nicht. Für die Ruhephase. Genau. Genau. Bei euch viel Spaß. Danke, Matti. Und Zoltan, tobt euch aus. Ja. Und gutes Training, gell? Machen wir. Ne? Wenn es zu laut wird, rufst du dich, ne? Zu laut gibt es nicht bei uns. Also, legen wir los. Viel Spaß. Dankeschön. So. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I'm running, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Unser Arginin, Citrullin Matrix. Ja. Auch made in Germany, ne? Muss ja funktionieren. Charted, can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Den Punkt des Todes. Also Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, zündet. Kann ich gar nicht. Wahnsinn. Also, ja. An option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this.